Was ist das beste Bier der Welt? Und wann spielen wir eigentlich noch mal in Ostfriesland? Das alles und noch viel mehr beim zweiten Teil vom Ask a Gotslev Video. Hallo. Christina Sprung fragt, wo würdet ihr gerne mal spielen und wo nie wieder? Wo nie wieder ist ganz klar. Ich habe dummerweise vergessen, wie der Club heißt, weil wir es alle aus unserer Erinnerung herausreißen wollen. Auf jeden Fall war das in Groningen an einem Freitagabend in einem Techno-Schuppen, bei dem man durch eine, wie heißt so ein Ding, wo in den amerikanischen Schulen das so piepst, wenn man Waffen dabei hat? Metalldetektor. Ein Metalldetektor-Waffentester musste man durchlaufen, um in diesen Schuppen reinzukommen. Ha! War ein gutes Zeichen. Es waren dann auch genau zwei Leute da. Und es war ein toller Abend. Aber einer ohne Waffen. Das weiß man nicht. Also die zwei Leute hatten bestimmt keine Waffen dabei. Wo wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal spielen würden, ist auch ganz klar, nämlich das Rockhard Festival. Wir haben nämlich mit unserem Michael abgemacht, dass er danach die Band verlässt. Philipp Collins fragt, was ist das beste Bier der Welt? This is the only answer. Jenny Pion Albers fragt, ihr steckt viel Geld und Zeit in Goodies für die Fans. Special Editions, Holzboxen, Steelbox von Alben, Slave Co., LP-Veröffentlichung, Videodreh, extra Patches, T-Shirt-Designs. Lohnt sich der Aufwand oder ist das mehr Minusgeschäft zugunsten der Fannähe? Es ist kein Minusgeschäft, es ist eher so ein 0 auf 0. Ab und zu, wenn wir richtig gut arbeiten und richtig gut was zusammenkriegen, haben wir bei einer Special Edition vielleicht 50 Cent mehr als bei einer normalen CD, vielleicht auch mal einen Euro, wenn es hochkommt, aber im Endeffekt geht uns bei dieser Sache läuft es darauf hinaus, dass wir was Cooles machen können, was richtig Geiles. Die Holzbox und die Steelbox und alles, was wir sonst gemacht haben. Es ist uns einfach viel wert, nachher hochwertige Sachen zu haben, qualitativ hochwertige Sachen zu haben und dass ihr auch das, was ihr kauft, wofür ihr hart verdientes Geld ausgebt, auch ihr wirklich was dafür bekommt. Und das ist uns einfach wichtig, weil wir geben auch nicht 20 Euro für eine CD mit 6 Songs aus. Egal wie gut die sind, ist scheißegal. Wir wollen auch gutes Zeug haben. Und deshalb bekommt ihr auch gutes Zeug von uns. Marco Schneider fragt, wann findet die Crew-Party statt? Genau dann, wenn du, Marco, sie organisiert hast. Nur, dass die Crew ein bisschen verteilt ist, aber das kriegst du schon hin. Viel Spaß. Wir sehen uns auf der Party. Bis dann. Ciao. Philipp Collins fragt, was war euer beschissenster Gig? Kann ich ganz einfach beantworten. Wacken Metal Battle 2000. Sagen wir mal, es wäre 9 gewesen oder so. Schätzungsweise. War in Würzburg. Posthalle, kennt ihr vielleicht. Riesending. Also super Technik, alles hammermäßig. Spielen regelmäßig sehr große Bands. Dementsprechend aufgeregt und erfreut waren wir, als wir dann einen Sonntagabend in Würzburg auf die Bühne gingen. Und wir haben quasi keinen Song gespielt, der irgendwie straight durch richtig war. Ständig hat mir irgendein Idiot Kabel aus meiner Gitarre gezogen und wir haben ständig irgendwelche Fehler gespielt. Es war katastrophal. Sascha Burmeister Wilden fragt, wo gab es das beste Catering? Das krasseste Catering gab es definitiv in Erfurt auf unserer Tour 2011 mit Hatred zusammen. War der zweite Gig an der Tour und wir haben ein solches Teil bekommen und wir nennen das heute noch Brainbug. In der Band ein Insider-Begriff, weil da jeder direkt weiß, was gemeint ist, außer der war nicht dabei. krasses Teil, ein Riesenbraten mit Brot und Senf dabei. Anke Janicki oder Janitzki fragt, wie viele Pornobrillen besitzt Tommy? Eine. Die eine. Thomas Kuhn fragt, habt ihr einen Tipp für junge Metal-Bands, die auch mal so viele Gigs spielen wollen wie ihr? Auf jeden Fall. Was man dazu braucht, ist höllisches Sex-Appeal und arschgeile Typen. Und wenn man das nicht hat, so wie wir, hat Bernie noch einen zusätzlichen Tipp für euch. Ihr müsst bereit sein, ernsthaft bereit sein, eure komplette Freizeit dafür zu opfern, für eure Band. Ihr müsst bereit sein, euch zu informieren, wie sowas geht, was ihr ja im Prinzip jetzt ansatzweise getan habt, das ist schon mal gut. Ihr müsst vor allem immer wieder nachdenken und gucken, was geht. Und ihr müsst arbeiten.
arbeiten, arbeiten und euch komplett euer Ärschlein aufreißen. Denn ohne das habt ihr überhaupt keine Chance. Das kann ich euch schon mal versprechen. Einen 1.000-Dollar-Tipp möchte ich den Zuschauern aber gerne noch geben. Aufschreiben, ja. Und dann googeln. Bendologie. Thorsten Schlag fragt, habt ihr vor, eure Songs von den Splits mal alle auf eine CD zu packen? Haben wir definitiv vor. Wann genau, wissen wir noch nicht. Lasst euch überraschen. Michael Miesecke fragt, braucht ihr noch ehrenamtlich einen, der euch die ganzen Gruppis vom Hals hält? Oho! Nee, leider nicht. Schön wär's. Leider nicht. Aber wenn ihr welche kennt, sagt Bescheid. Ivi Gru fragt, wann kommt ihr wieder nach Ostfriesland? Also geplant war tatsächlich nächstes Frühjahr, also Frühjahr 2016. Das klappt aber leider nicht, weil nämlich unsere aller Freunde von Mormaland eine Konzertpause machen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn nicht, dann sollen sie sich bitte massiv beschweren in den Kommentaren unten drunter und mir Drohmails schreiben, bitte. Wir wären sehr gerne gekommen. Ob das jetzt wirklich noch funktioniert im Frühjahr, wissen wir nicht. Wir planen aber, dass wir auf jeden Fall wieder hochkommen, weil das war super geil bei euch. War richtig, richtig geil. Das wollen wir auf jeden Fall nochmal machen. Mit ein bisschen Glück kommen wir aber so ungefähr ins Umfeld. Für uns als Südwestdeutsche ist das Umfeld leider Gottes alles, was irgendwie im Norden vom Ruhrpott ist. Dominik Dreischel fragt, könnt ihr euch eine reine Wohnzimmertour vorstellen? Nee, gar nicht. Viel zu aufwendig und viel zu viel Equipment und ach du liebe Zeit. Was sollen denn da die Nachbarn denken? Denkt denn mal jemand an die Kinder oder die Bauern? Jenny Björn Albers fragt, würden nach jetzigem Stand alle in der Band Godslave zu ihrem Hauptjob machen? Also wenn die Band mehr Geld abwerfen würde, wären alle bereit dafür, ihr Leben dementsprechend umzustellen? No chance in fucking hell. Und ich sage dir auch ganz klar warum. Wir leben nach dem Motto, es ist wunderbar, mit der Musik Geld verdienen zu können, aber es ist eine Katastrophe, damit Geld verdienen zu müssen. Wir machen die Musik, weil das unsere ganz große Leidenschaft ist. Und genau da soll es auch bleiben. Es ist wunderbar und wirklich ganz toll, wenn man mit seiner Leidenschaft Geld verdienen kann oder sein Hobby zum Beruf machen kann, den ganzen Kram. Aber sobald du das tust, ist es eben nicht mehr 100% Leidenschaft, sondern du musst ganz, ganz, ganz viele Dinge tun, die du nur deshalb tust, um damit Geld verdienen zu können. Wollen wir nicht, wollten wir nie, ist nicht unser Ziel und das ist genau das. Also das ist so konträr zu dem, was wir mit der Musik und mit der Band eigentlich erreichen wollen. Und uns geht's gut. Und in der Zeit, wo wir nicht arbeiten oder schlafen, machen wir Musik. Und das ist wunderschön so. Das ist wunderschön so und genau so wollen wir es haben. Das war immer unser Ziel und das ist auch unser Ziel für die Zukunft. Wir wollen auf keinen Fall damit richtig Geld verdienen, sodass auch nicht mal ansatzweise die Idee aufkommt, dafür unsere Jobs, die wir mögen, aufgeben zu müssen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also die Frage auf die Antwort ist, nein. Sascha Schwerkraft fragt, wann gibt es einen neuen Patch? In weniger als 6 Monaten. Wir bringen demnächst ein Album raus, dazu gibt es einen neuen Patch. Yeah, woo! Dominik Dreischel fragt, gibt es dieses Jahr einen Weihnachtssong für die Slave Crew? Nein. Müssen wir euch enttäuschen, aber es gibt dafür einen anderen Song. Das hat wieder was mit dem Crowdfunding zu tun. Was ist denn Crowdfunding? Kommt später. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, ein Gefällt mir zu drücken, zu kommentieren, wegen allem, was euch nicht gefallen hat. Und wegen allem, was euch gefallen hat, wir möchten gerne in Kontakt mit euch treten. Und wenn ihr das nicht macht, dann komme ich zu euch nach Hause. Außerdem gibt es hier noch wunderschöne andere Videos, die ihr euch bitte anschauen sollt. Sonst komme ich zu euch nach Hause.